Und damit rein in Spaceland, ins zweite der fünf Bretter. Da wären wir in Spaceland und lasst mich bitte mal mich ausreden. Ah ne, das ist Cooper. Was meint das? Ja, keine Hallo. Ah, ein Superstar besiegt heute den bösen König Raketenbowser. Doch trotz des Friedens droht erneut wieder Unheil. Keine Ahnung. Hallo. Der Superstar wird heute den Bowser besiegen. Wer wird der Superstar heute sein von euch allen, um wieder Frieden zu holen? Jetzt springt für mich wieder. Ich habe gesagt, jetzt springt und ich muss jetzt weg. Auf Wiedersehen, Todd. Ja, alles klar. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Wurst gegessen oder so. Keine Ahnung. Ihr seid zum ersten Mal im Brett? Ja, auf jeden Fall. Ihr seht hier in der Mitte die angezeigte Zahl. Wenn die runtergeht, könnte die Kanone losgehen von Bowser. Und es gibt auch solche kleinen Polizisten, die am Start sind. Denn die suchen einen Verbrecher, nämlich Hades. Aber der wird immer gesucht. Gute Milch, ihr Geist getan. Also schon. Was denn? Oh, ich bin nicht Verbrecher. Guck dein Gesicht an, Hades. Du bist einfach der Verbrecher. Zu streiten oder was? Ja, weil ich weiß, wer gedrückt hat die ganze Zeit. Fängt ja schon gut an. So, der Stern ist von meiner reizenden Dame und die reizende Dame befindet sich irgendwo in der Mitte des Brettes. Sucht es. Das war Toadette vom Closet. Oh mein Gott. Passt aber. Das stimmt. Wir hätten eigentlich jetzt 10... Achso, ich bin als erstes dran. Ja, ich merke schon, ich bin sehr aufmerksam heute. Kann also sein, dass ich heute mal nicht gewinne. Das wird nie passieren, aber ich bin auch nicht heute irgendwie aufmerksamer so. Ihr könntet also, über mich gestern nicht richtig mitkriegen. Also ich weiß, dass auf jeden Fall Rubin gewinnen wird. Alles, was sie sagt, ist falsch. Sie wird heute rocken. Was? Und was die anderen Bienen machen, weiß ich nicht. Die können denn danach die Runde gewinnen. Blackjack und Nutten. Gut, dass ich das schon mal gehört habe. Und ich halbwegs verzweifelt bin, was ich jetzt dazu sage. Geil, sagst du, kommst direkt mit, Alter. Ja, eben. Ich bleib zu Hause. Hallo. Ich bin nicht du, Hades. Wir nehmen die heiße Nachbarin von Rubin mit. Welche heiße Nachbarin? Meinst du die Bergstadt? Meinst du den Lager Altbauernhof? Schlüssel, wofür ist der denn? Der ist, um Türen zu öffnen. Oder meinst du den Fluss, Hades? Welchen Nachbarn willst du haben? Ich weiß die Nachbarin. Er ist, um Türe zu öffnen. Welche Türe? Die Türen, die auf dem Brett sind. Achso, die habe ich noch nicht gesehen, Mann. Ich hau mir gerade noch meinen Joghurt in den Kopf. Achso. Ja gut, vielleicht habe ich das Spiel einfach auch schon zu viel gespielt und weiß, was passiert auf diesem Brett. Oh mein Gott. Rubin, ich hab schon gehört, dass du kleiner Penner schon wieder geübt hast im Spiel. Hör mir halt mal was. Ja, aber du hast jetzt ein Zweier-Stern-Ding. Rubin, dich einfach ignoriert. Ja. Macht nichts. Den Dreierwürfel, zwei Sterne kann sie bekommen im nächsten komischen... Ich wollte dafür erstmal die Münzen. Jetzt habe ich sie gesehen, stimmt. Ja, wenn jetzt nur Müllspiele kommen, ne? Oh, der Himmel so nah. Wir fliegen dahin. Wenn jetzt das anfängt zu laggen, ne? Springe von Blatt zu Blatt und erreiche eine höhere Stelle als dein Gegenspieler. Ah, ja, okay. You know ich spiel's erstmal eine Weile, ne? Ist Mario Party 5, wenn du das eine Weile machst, ne? Ich schlag dich. Ich warte, bis alle Start gedrückt haben. Ey, ich habe keine Lust, das immer rauszuschneiden. Was denn? Das musst du doch gar nicht. Du musst doch nicht alles rausschneiden. Was bist du denn für ein Vogel? Ja, Alter. Ich bin ein Vogel, der gerne alles rausschneidet. Man kann hier runterfliegen. Ja. Oh Gott. Dafür braucht man Konzentration. Mario Party 5. Mario Party 5 Skill. Nein! Fick dich, Mario Party 5! Ey, triss doch ins Maul! Ich entschuldige mich an alle Kaktus-Zuschauer, dass ich hier so aufschreie. Das sind doch die einzigen, die guten. Der Penner schreit, weißt du, ist schon lange im Weltraum, während wir alle noch im Nebel hängen, weißt du? Ja, ich kann es aber besser und das triggert mich. Wie können wir denn mal besser? Das nächste Mal bleibe ich unten und säge das Scheißding ab. Ja, ey. Ey, ich bin dabei, Andy. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Ich kann doch nichts dafür, dass ich emotional bin. Oh. Scheiße.
eindeutig zu emotional für dieses Spiel. Ich habe auf der Kanal gerade, ne, keine Schimpfwörter eingelöst. Das interessiert mir doch jetzt nicht. Ich bin hier wohl ganz woanders. Start! Gegen den Abgrund. Alter, Gerechtigkeit für mein Land, Junge. Ich hätte A gedrückt halten müssen. Das ist Karma. Karma. Und ich hab noch gesagt, man kann bei diesem Minigame eigentlich gar nicht mehr verkacken. Wir sind ja heute richtig in Trollerlaune. Ich bin der lebende Beweis. Ja, danke schön. Bye, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Gib mir noch mehr Münzen. Guck mal, ja, jetzt ein bisschen Ziggy-Miggy unterwegs, weil die heiße Nachbarin erwähnt haben. Oh mein Gott! What the Dankeschön. Fuck? Wir sind alle wieder am Anfang. Ah, das hat sich super gelohnt. Wir werden auf jeden Fall Sterne farmen können. Nicht. So, sorry, ich muss mir mal ganz kurz das Spielbrett angucken. Ich habe das Gefühl, irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Ah, da ist der verfickte Stern. Oh, hallo. Was ist das hier für eine Aussprache? Da sind die richtig Türen, die du meintest. Alaska. Alaska? Ach, alles klar. Oh mein Gott. Damit erst jetzt geschenkt. Chris, ich bin das voll lollig. Komm, mach. Du willst es auch. Wir sind die Sniffelpatrouille. Für 5 Mützen jagen wir Rasa. Ja, genau. Das heißt? Das heißt, wir jagen Havario hinterher. Ich glaube, diejenigen, die am schnellsten sind. Nein. Also, kurze Erklärung, wenn du das einlöst, dann werden wir weiter geschleust, wenn du auf einem Ausrufezeichensfeld kommst. Weil der Steinblock gejagt wird. Gut, wir jagen. Also, wir haben den perfekten Winkel. Jetzt musst du nur auf ein grünes Feld kommen. Ich werde alle Raser stellen. Die also, Bullen sind da. Jetzt sind verlass die Bullen dich auf da. Mich. Du hast sie gerufen. Scheiß Bullen! Was ist heute los? Ich weiß nicht, was ihr geplant habt. Aber es ist nichts Gutes. Ich würde richtig abfucken, haben wir geplant. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich krieg die Hälfte mit, also. Die Hälfte, was war das? Ja. Dosiere den Schlag genau. Ach, was verdammt für eine Kacke nochmal. Du musst ganz viel A drücken und auf dann irgendwann Hammer. B schlagen. Aber nicht so viel, sonst kriegst du Bowser. Hä, wie das nicht so viel? Da ganz oben ist eine Sonne, Junge. Ja, aber die Sonne, die schlägt dich komplett wieder nach unten. Wusste ich. Naja, ich weiß, du bist der Pro. Wer hat die Level 99 schon erreicht? Wer ist nur am Suchen und am Cheaten? Ich spiele es nur ab und zu. Alter Junge, deine ganzen Streams bestehen momentan aus Mario Party. Der kennt nichts mehr anderes. Das Spiel ist halt auch geil, wenn man spricht. Wir schließen uns zusammen und singen alle gegen Tristan. Oh, oh, oh. Das war fast eine andere Melodie, ne? Was für eine? Ich sag's lieber nicht, ich weiß nicht mal welche. Aber ich hab's auf jeden Fall erkannt, dass es Ähnlichkeiten hat. Christian, wir sind nicht auf deinen komischen Videos und, ne? Wir sind nicht auf deinen komischen Seiten unterwegs, die mit P anfängt. Pornhub? Yes. Ja. Lass, man kann sich verlieren. Jetzt hab ich's erst gescheckt, wo das ausgesprochen wurde. Ja, Tristan. Minispiel! Wir sind alle auf einem grünen Feld gelandet, wie kann das passieren? Hurra! Komm, hau den Poké! Hau den Poké! Heilpost! Müll. Sammle die herunterfallenden Briefe auf und gib es dem Shy Guy. Hey, bleib stehen! Sag, ey, du Bastard, bleib. Sag mal! Hallo, wenn die Post haben, dann bleibt Freunde, auch stehen. Wir haben irgendwo, ne? Also, Kinderfreundlichkeit hier. Meine Mutter ist kinderfreundlich. Ja, ist sie. Problem damit? Ja. Warum? Hä, Krieg? Ey, bleib mal stehen! Entschuldigung! Meine Religion ist... Miau! Ja, auch goldene Briefe. Ja. Nein! Ja, ich bin der Eklige. Ich werde dir die ganze Zeit im Weg stehen, Tristan ausschließen. Oh, dieser Bastard. Kommst du jetzt her? Hallo! Schluck den Brief, du Bastard. Nee, Tristan, niemals! Nein! Oh ja! Oh mein Gott, ich bin immer noch viel zu emotional für dieses Spiel. Ja, dass man nicht die Briefe aus der Hand reißen kann. Oh doch, ich find's so richtig geil, weißt du? Das ist so eine Erfüllung meines Lebens. Ja, ich hab vollkommen recht, ich hätte lieber A gedrückt und euch alle geschlagen.
Rubin ist aggressiv. Ich hätte jetzt gerne den Schreck weg gehabt, da hätte ich euch die Briefe wegsaugen können vorher. Das ist auch eine gute ich Idee. Ich würfel lieber eine 7. Ja, Sniffles. Oh, ich weiß nicht woher. Der Schreck weg? Ja. Luigi's Mansion? Ach so, das No-Name-Spiel. Das No-Name-Spiel, was dir deine, nicht nur deine. Naja, der kann viele saugen, ne? Das ist halt ein Staubsauger. Ich fand das Spiel ganz geil. Ich finde das auch geil, ich hab das ja durchgespielt. Es ist geil, aber weil Tristan das mag, ist das nicht cool. Ach so. Ja, eigentlich ist es auch echt kacke. Also heute sind die Gänse halt ekelhaft. Hades, nervig. Kannst du dir das merken, wo das ist? Ja. Rechts unten. Ja, genau. Siehst du, geht doch. Ich hab sogar weggeguckt nebenbei aus Versehen. Was hast du? Sogar nebenbei aus Versehen weggeguckt, weil ich den Dispo gekriegt hab. Ah, der Snob, weißt du? Der wieder seine 100 Millionen Follow-Nachrichten bekommt. Sag mal! Muss der Typ heute mit 13 Leuten sagen, Alter. Ich hab 40 Münzen, ja. Ja? Mit 13 Leuten, was willst du? Wo soll ich das machen? Ach, warum mache ich das eigentlich? Ich hab gar nicht genug Kohle. Auch ich bin so dumm. Wenn du eine 6-6 bist, dann schon, ne? Ich sag nur die 10-10, die ich vorhin gewürfelt hab. Gib mir 3, gib her, endlich. Bank muss voll werden für den nächsten. Hä? Muss mir 3 Münzen geben. Ich muss? Du musst. Ach, eigentlich müssten wir Cooper dafür schlagen. Du bist hier bei dem deutschen Staat, was erwartest du? Ich brauch ja auch nicht zum Stern laufen, Alter. Ich hab eh keine Kohle. Geh runter. Wie nice ist das denn? Ich hätte hier noch Münzen für den Stern. Willst du mir noch mein Item klauen? Gerne. Gib her, Rubin, wenn du vermagst. War hier klar, dass du da bist. Oder wir machen es andersherum. Ich geb dir 40 Münzen, du holst die 10 Sterne. Und da soll ich dir den Stern abgeben, hab ich recht? Nee. Einfach nur die Träume nicht, er will dir nur Honig und im Maul schmieren. Nein, weil ich bin jetzt für Rubin. Wie er jetzt redet. Rubin, sei vorsichtig. Ja, man will was von dir. So, ich hätte jetzt genug. Egal, was ich sage, ich glaube, ich könnte auch der liebste Mensch auf der Welt sein. Die wären gegen mich. Warum wir? Ja, außer Rubin. Oh. Und siehst du, du bist diejenige, die ich sogar nur unterstütze. Jetzt können die anderen mal überlegen, warum ich nicht... Jetzt gibt's auch die Frisse. Der Kopf bewegen. Ich lasse hier, wenn ich drücke einfach, ich drehe einfach nur im Kreis und mal gucken, was passiert. Achso, Einzelspieler wähle eine Blickrichtung, Teamspieler guckt in die andere Richtung, wenn die Musik anhält, Vorsicht von hinten. Vorfinden. Das heißt sozusagen, du musst dafür sorgen, dass wir in deine Richtung gucken. Genau. Indem du es austrägst. Wenn wir zum Beispiel nach rechts jetzt gucken, musst du halt auch nach rechts gucken. Genau. You know? Also, ich habe jetzt quasi verloren, weil ich nach links geschaut habe. Ich werde einfach Kreis herum um die in eine Achse drehen und dann ist schick. Geil! Oh. Ist mir aber egal, wer gewinnt. Mir nicht. Kaktus Andy, du musst in unsere Richtung gucken. Ja, ja. Oh, das Minispiel ist so fies. Oh, wie kommt die Sau? Wie wir dich angucken. Rubin, nach rechts. Rechts, links, hoch, runter. Alter, wie fies bist du denn? Wer denn? Du. Wieso? Rechts, komm, rechts. Nein. Auf Wiedersehen. Na gut, das war das Glück gemacht. Schade. Freu dich doch da drüber. Du hast wieder mehr Münzen für ein Sternchen drin. Ja, ich hätte verlieren sollen. Ja, deswegen, ich hab doch hier noch Münzen. Naja, bis jetzt noch. Ich weiß ja, dass ich zum Ende hin dann wieder Letzter werde. Tristan, eine Frage. Dieser Gutschein mit 2 Sternen. Heißt das, ich brauch 40 Münzen? Ja, oder du brauchst 40 Münzen. Warum ist denn der jetzt schon wieder? Ich würde sicherlich hier 10 Münzen jetzt geben und dann hole ich für uns beiden Stern. Kannst du machen. Können wir machen. Aber leider kann ich dir nichts rübergeben. Sonst würde ich gerne. Verpasse ich hier schon wieder. Wir spielen einfach Monopoly. Komm, 1, 1, 1. Oh mein Gott, im Ernst? Komm, noch eine 1. Jetzt noch eine 2 und dann wäre ich glücklich. Schade. Nein, er hat nicht genug Münzen! Nein! Boah,
Boah, guck mal, du bist gut. Oder was gesagt, ich bin gut. Rubin kriegt den Stern. Ich sagte doch, Rubin wird gewinnen. Wenn ich jetzt... Dann hasse ich Rubin. Weißt du was, Tristan? Ach. Was? Ja. Lass mich jetzt gewinnen und dann kannst du vielleicht mit gut in einen Stern mobsen. Homer Simpson? Homer Simpson? Homer Simpson. Warum kommt jetzt Homer Simpson? Hab ich ihn gehört. Wario hat ab heute hasse ich Rubin. Warum hast du mich? Ich hab sie hat noch nicht den Stern. Wenn sie jetzt sagt... Aber sie hat sich gefreut, dass ich den Stern nicht gekriegt habe. Deswegen hasse ich sie jetzt. Ja, danke. Lass mich doch mal freuen, dass mal jemand keinen Stern kriegt, außer ich. Nein. Außerdem, jeder kriegt einen Stern außer Tristan heute. Rubin, warum hast du den Dreierwürfel nicht verwendet? Ja, keinen Dreierwürfel. Sie hat einen Dreierwürfel. Ich hab einen Dreierwürfel. Sie hätte beide Items nutzen können in einer Runde. Ja, aber ich will doch meine Sternekarte direkt einsetzen können. Ja, wenn du jetzt gewinnst. Aber das wäre auch nicht schlimm, weil Ballon-Shooter kann ich nicht. Und du musst dann nur eins würfeln. Wirklich? Das Minispiel ist Müll. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Rubin, was ist deine Mission? Versuch mit den Spitzen an deinem Gefährten die Ballons der Gegner zu platzen zu lassen. An deinem Gefährten. Also kommen hier noch beide auf mich, ne? So, jetzt, also, erstmal, jetzt so als erstes alle auf Rosalina. Warum? Ich hab das vergessen, dass man Leute nur auf Tristan geht. Guck mal, sie kommt mich an, die Frau. Na, da hier. Ich bin lieb. Tu euch nix. Ja, Junge. Ihr seid doch eklig! Wir doch nicht. Alter, wie fährt sich das Ding? Ihr seid richtig eklig, weißt du denn? Ja! Mega weg! Ihr seid mega. Hallo! Du hast mich doch lieb. Ja, nicht so sehr. Ah, nein! Alter, der letzte Rubino nur gewinnt. Beide gefunden. Ey, nice. Wenn ich 30 reiche, freut sich der Vierte. Das war ich. Ja, nichts hat sie gemacht. Ja, unverdienter Sieg. Also heute steht das L auf jeden Fall für Loser bei mir. So, du musst jetzt eine 1 würfeln und dann... Nee, ich gönn mir den Stern, weil du hast gecheatet, das kann ich nicht akzeptieren. Ah, jetzt cheate ich. Guck, Leute, wie sich schnell wieder die... Ja, hallo, du stehst nur rum. Du hättest mal wenigstens ein bisschen Enthusiasmus zeigen können und mich killen können. Weißt du, Harris macht die ganze Drecksarbeit und du stehst rum und denkst dir, oh, ich lümmel mir jetzt ein. Ich bin eine Dame. Hat sie den Gang nicht Damen gefunden. Machen sich nicht dreckig. Was kann passieren? So, Wichs. Oh! So widerlich. Ja. Ah. Patrissa holt sich jetzt noch den Stern, ne? Ja, ich will mir jetzt den nächsten. Nein, kann ich nicht! Schade. Siehst du? Gereicht. Aber ich hab einen Stern, mir reicht das. Wollt grad sagen, Alter, dann hätte ich jetzt aber echt Gefahr gelaufen, den Controller in den Fernseher zu ballern. Ah, das hört sich jetzt... der ist in der Richtung. Ah, das ist ganz weit weg. Kannst du mal die Backen halten? Ah, das wollte ich nicht stellen. Ich hab immer verloren, wenn die Frau das gesagt hat. Bleib da! Oh, jetzt könnte Rubins Münzen weg sein. Ich will Rubins Münzen, und zwar alle. Dann mach 40. Ich muss sagen, ich steig nach diesem Brett aus, ne? Hallo? Ich komm mit dir. Ihr seid beim Brett gezwungen. Oh Mann, jetzt muss Rubin letzter werden. Ich bin gleich auf null von den Münzen. Ist das euer fucking Ernst? Weißt du nicht, wie ich mich immer fühle? Oh nein. Das ist wieder so eine Piss-Springkacke oder was? Ja, ist es auch. Es ist sau schwer. Wenn du deine Community lieb hast, lässt du Andy gewinnen. Wenn du mich lieb hast, dann ärgerst du mich nicht. Oh nee, wenn er seine Community lieb hat, schneidet er nicht immer den Scheiß raus. Was ist denn das für ein mieses Spiel? Das ist mega gut gewesen damals. Also Hades, wenn du gewinnst, ist es mir auch egal, ja? Aber Rubin darf nicht gewinnen. Danke. Ich komme hier noch nicht mal hoch, weil ich immer runterfalle. Ja, oh mein Gott, ja, ich bin unten. Der Pimmel ist selber ausgewichen. Oh mein Gott. Ja. Hallo! Rosalina, du kleines Miststück! Oh, geh doch hoch jetzt! Oh. Übertriffst du das ein, Mann! Nein! Oh, ich hab nur einen Ich hab 34! 100? Also, Leute! Wo wart ihr denn? Ja, wir waren unten, lassen. Weil dieses Scheißspiel manchmal echt kacke ist. Ich hab mich gewinnen lassen. Das ist nett von dir, Andy hat verdient. Das merke ich mir. Was also, Andy hat verdient. Mehr als Rubin.
Rubin hat für mich gescheatet diese Runde. Das akzeptiere ich nicht. Ich hab nichts gemacht! Weißt du, der Bastard läuft mit einem Stern rum und erzählt irgendwas von Cheaten. Ich cheate nicht. Ich hab's erst auf meiner Seite und dann wieder nicht. Also ich bin erst Rubin, so einen hast du dir ausgesucht. Willkommen in Itemladen. Nichts getan im Minispiel. Da bin ich will ich irgendwas kaufen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe in dem Minispiel gerade was gemacht, aber ich... Im Minispiel, aber den davor nicht. Ja, da habt ihr euch hier gekloppt. Da ja, da hättest du auch mal drin kloppen können. Yes! Aber wie gesagt, Andy habe ich es gegönnt. Auch Ades, die hätte ich dann auch gegönnt, den Sieg eben. Ach, geh mir... Echt. Geh mir nicht auf den Sack. Scheiß Bulle. Ey, was soll ich denn? Ich bin noch ein netter Bulle. Ich pisse gleich in die Gasmaske. Der Arme. So, jetzt muss ich mal eben das Brett ansehen. Da wäre ein Buhu. Weil ich habe einen Orientierungssinn wie Bockwurst. Was macht ein Buhu? Kannst du trister Sterne klauen? Ja, das Sterne, war das aber Ding, Sterne ja. Kannst du erst ab 50 Münzen. Ja, ja, schon klar. Ach, jetzt noch nicht. Lieber auch nie wieder langkommen. Wahrscheinlich. Doch, der Herr wird dann nochmal nach langkommen. Wir haben 20 Runden, Leute. Wir haben erst 5 geschafft. Nie wieder, ey. Den sieht er nie wieder. Na dann, Rubin, hol dir mal den einen Stern. Mach ich mal. Außer du würfelst jetzt dreimal die 1. Das wird passieren. Kenn ich doch. Außer ich mache jetzt hier... 7, jetzt eine 1 und eine 1, dann hättest du trotzdem geschafft. Mit einem Stern bin ich zufrieden. Kannst du gerne haben. Ach so. Ja, aber der zweite Stern wäre jetzt Betrug gewesen. Weil die ändert sich das von Sekunde zu Sekunde. Kann das sein? Ja, es ist Betrugsparty. Was hast du erwartet? Ja, deine Betrugsparty. Nee, meine nicht. Ich freue mich früher nicht in dem Spiel. Dass du hast hier gesagt, komm, wir nehmen auf. Also deine Betrugsparty. Ja, gut. Da bin ich doch gerade vorbei. Verdammte Pisse. Mhm. Und Rubin ist da in der Nähe. Ist doch gut für Rubin. Dann kann Rubin sich den nächsten holen. Ich würde mir an deiner Stelle nichts kaufen oder den Glückswürfel. Das musst du aber selbst entscheiden. Ich würde mir von dem Vogel nichts sagen lassen. Oh, der Vogel hat manchmal recht. Manchmal hat der Vogel aber recht. Recht große Fresse. Das auch. Du kriegst Münzen und dann bist du glücklich. Nee, vielleicht auch einen Pilz. Nee, ich krieg mehr Doppelwürfel. Jetzt hast du ja doppelt einen Doppelwürfel. Ja, jetzt habe ich doppelt viel Glück. Bonusmünzen mal 2. Nein, denn aber wenigstens irgendwie ein A-Druckspiel. Nein, kein A-Druckspiel, sowas kann ich nicht. Bum, 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 kannst du dir selber an deinen Hintern machen. Ist das? Auch das? Das ist schon wieder so ein Glücksdrecksspiel. Ach, das ist ein Hebel auswählen, okay. Ja, die Hebel werden von den abwechselnd betätigt. Wer Bowser explodieren lässt, scheidet aus. Bitte nimm mal lila. Genau, hör auf deinen Chat. Wir sind dein Chat, also. Wenn ihr mein Chat seid, dann würde ich sterben. Pass auf. Dann nimm grün. Ach du Scheiße. Ich hab auf den Chat gehört. Ach shit. Also ich nehm grün, weil Kaktusgrün. Das kann mir doch nur Glück bringen, oder? Schwein gehabt. Dann nehme ich rot, weil ich bin der Chef, ne? Ich bin immer rot. Warum bin ich als letztes dran? Du hast nur die 50-50 Chance, ja. Ja. Außer Hans ist jetzt weg. Nee. Alter. Ach komm, bitte wähl richtig, wähl richtig. Dann fliegt Tristan das alles um die Ohren. Nee, weil das wird neu gemacht. Nächste, auf Wiedersehen. Tschüss, war ja klar. Ich wollte sagen, man, nimm doch weiß wie die Unschuld, aber du hast nicht gehört. Was sagt der Chat jetzt? Weiß wie die Unschuld. Nein. Nochmal? Ja, es geht so lange, bis alle rausgeflogen sind. Danke, Chat. Also, bis einer drin ist. Du nimmst Lilla. Nee, bleib bei grün. Dann nehme ich jetzt Lilla. Also, die platzt doch einfach. Danke. Alter, Adel. Ach, deine Mutter. Ich nehme Lilla. Du nimmst Geld. Noch ist der Chat nicht, also, ne? Nimm gelb. Nee, Tristan wird gelb nehmen. Das sag ich doch. Tristan soll gelb nehmen. Junge, wie lange bist du? Alter, ich hab lange gerade gewartet, ey.
Der Chat hat mir geholfen. Jetzt hat Alter, ihr seid richtig geil gewonnen, Alter. Oh. Ey, aber nur weil ihr mir geholfen habt. Ihr seid schuld. Und Eddie gerade geladen hat er gerade. Der hat doch auf Zeit gespielt, der Ficker. Alter, das hält's doch im Kopf nicht aus, ey. Wie könnt ihr nur mir den Sieg geben, ey?